So, neuer Tag, neuer Vlog und ich bin jetzt endlich mal unterwegs. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr in Cairns, sondern ich fahre jetzt erstmal ein bisschen die Stücke im Norden. Und ich habe mir nämlich ein Auto gekauft, das ist hier. Mitsubishi Pajero, auch 4-Wheel-Drive, damit ich hier überall hinkommen kann. Ja, das ist mein neuer. Im Hostel kamen zwei Leute vor einigen Tagen und mit denen habe ich und wir, also alle Leute, die da waren, angefreundet. Und die wollten ihr Auto verkaufen, also Max und Tobi, wenn ihr das seht, ne? Danke schon mal fürs Auto. Ja, und das ist der hier. Ist auf jeden Fall ganz cool. Ich habe jetzt auch noch mal in Facebook geschrieben, ob wer mit mir kommen will, weil im Hostel gab es jetzt keine, die mit mir jetzt ein bisschen nach dem Norden wollen. Dann habe ich noch mal drei andere kennengelernt, die sind jetzt da vorne am Strand. Ja, und wir fahren jetzt erstmal Norden zu Cape Tribulation und in den Daintree Forest. Und ja, schauen wir uns das mal an. Jetzt sind wir hier in Palm Cove und ja, denken mal, essen gleich erstmal was. Jetzt schon wieder mittags 13 Uhr und hier ist natürlich das geile Wetter. Also ich war ja letztes Mal schon mal in Palm Cove, das ist jetzt wieder hier, wo ich vor zwei, also im dritten Vlog war. Aber diesmal ist das Wetter geil und das Meer endlich mal so ein bisschen hellblau, weil letztens wegen dem Regen war das nicht so toll. Und ja, jetzt chillen wir hier ein bisschen und nachher geht es dann wieder weiter. Ihr seht jetzt verzweifelte Selbstversuche, das Foto zu machen. Ey, was ihr da macht. Wie nennt sich das Ganze? Boomerang. Boomerang für Instagram hier. Oh, schaut euch das mal an hier, jetzt im Hintergrund, wir sind gerade Richtung Port Douglas und hier oben seht ihr jetzt so einen Spot, wo wir sind. Und da hinten sind wir lang gefahren, die ganze Küste darüber, durch diesen Wald da hinten. So, wir sind jetzt hier in Port Douglas. Und hier steht Krokodilgefahr, aber wie ihr im Hintergrund sehen könnt, hier sind so viele Leute, die schwimmen. Und es ist mega windig, aber die Wellen sind richtig, richtig geil. Ja, und wir dachten uns, wir chillen uns jetzt hier noch ein bisschen hin, gehen ein bisschen hier vorne ins Wasser. Und später fahren wir dann weiter. Die Sonne ist jetzt leider nicht mehr da. Aber ich denke mal, es geht schon. So, ist wieder ein neuer Tag. Gestern sind wir noch zum Campingplatz gefahren, aber das war leider schon dunkel, deswegen konnte ich da leider nicht filmen. Und heute Morgen habe ich es total verplant, weil wir sind alle duschen gegangen, haben kurz was gegessen, Sachen gepackt und wieder her. So, und jetzt sind wir auf dem Weg zum Daintree Forest und ich bin gerade auf dem Highway gefahren. Dann haben wir hier rechts auf der Seite noch so einen abgelegenen Strand gesehen. Und es sieht so geil hier wieder aus. Also die Strände werden hier immer besser, je weiter wir in den Norden gehen. Und hier ist blaues Wasser, hier rechts sieht man komplett den Ozean und man kann so weit gucken, wie man will. Man sieht die Erdkrümmung, sage ich mal. Hier im Hintergrund palmgrünes Gestrüpp und wir haben hier Strand und alles ist geil, ne? So, und jetzt fahren wir einfach weiter zum Daintree Forest und dann schauen wir uns da mal den Regenwald an und später geht es dann noch hoch zu Cape Tribulation. Das ist so der grobe Plan. Und ja, wollen wir mal auf, ne? So, jetzt sind wir im Daintree Regenwald und hier haben wir den ersten Lookout. Das Ganze nennt sich hier Waluwurigi Gar, total komischer Name, wahrscheinlich von den Aborigines. Hier im Hintergrund Palm und das weite Meer im Hintergrund. Wir sind jetzt beim Cape Tribulation angekommen und jetzt sind wir hier auf dem Campingplatz und das ist der Weg zum Strand. Wurde uns aber auch wieder hingewiesen, dass wir nicht baden sollen, wegen Krokodilen und wegen allem drum und dran. Das heißt, gar nicht erst versuchen, weil irgendwie vor zwei, drei Monaten ist hier irgendwo in der Ecke auch eine umgekommen beim Krokodil, weil sie betrunken ins Meer gestiegen ist und wurde dann zerfetzt. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen gehen wir da jetzt einfach nur hin, chillen und schauen uns da mal die Lage an, weil wir waren jetzt hier bei verschiedenen Stränden und sehen alle so geil aus hier. Also auch ziemlich verlassen, da sind vielleicht drei, vier Leute immer und das war's und die sind auch riesengroß, riesengroßer Sandbereich, alles drum und dran. Wasser war richtig warm, wir sind einfach nur mit den Füßen ein bisschen reingegangen. So, und hier wären wir jetzt bei dem anderen Strand. Ja, was heißt bei dem anderen? Da, wo wir gerade hingelaufen sind, das ist dieser Strand hier bei dem Campingplatz. Sieht auf jeden Fall auch echt fett aus hier. Ich finde, der von vorhin war ein bisschen geiler, aber egal. Auch ganz cool hier, schön am Strand sein, mitten am Meer. Schön nach draußen gucken. Man sieht einfach kein Ende, weil es da einfach geradeaus geht. Irgendwo da hinten ist dann Amerika. Aber bis man das sieht, da vergehen einige tausend Kilometer. Jetzt chillen wir hier noch ein bisschen und später geht es dann wieder zurück zum Campen. Und morgen heißt es dann, ich denke mal ein bisschen noch in Norden hoch. Da ist auch noch so eine 4-Wheel-Drive-Strecke, das heißt Allrad. Also Geländewagenautos können da nur langfahren. Und einen habe ich ja, das ist ja das Gute. Sorry, I kept you waiting.
sind vom Camping aufgebrochen und sind jetzt weiter Richtung Norden. Und jetzt haben wir eine Four-Wheel-Drive-Strecke gemacht, wo ich wirklich nur mit meinem Auto hier durch kann. Und ja, es war richtig heikel, es ging 20% bergauf, also klingt jetzt wenig, aber wenn das so eine Steigung ist, die ganze Zeit gerade so mit 20 hochgekommen. Mein Auto ist ja Automatik, ist automatisch dann runtergeschalten, damit er mehr Drehmoment hat. Dann habe ich natürlich den Four-Wheel-Drive-Hebel hochgeballert, also nicht nur den normalen Four-Wheel-Drive, sondern den mit mehr Drehmoment. Und das ging dann auch ganz gut. Und ja, jetzt sind wir hier in Wula Wula oder so ähnlich und hier mal wieder die übliche Warnung mit... ja, nicht schwimmen, wegen Krokodilgefahr und so weiter. Und hier ist auch gleich der River auf der linken Seite. Und da kann es auch sein, dass hier 10 Meter neben mir eins liegt. Aber ich hoffe es mal nicht, da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Weil hier im Norden ist es halt so, dass die Krokodilgefahr extrem hoch ist. Oh. Ja, und wir gehen jetzt hier noch so einen Weg entlang. Und da hinten soll ein Wasserfall sein. Ich weiß nicht, ob ihr den hören könnt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall seht ihr den gleich. Und ja, nachher geht es dann wieder zurück Richtung Cairns. Und das ist dann nochmal eine Strecke von, ich glaube, 300 Kilometern, die ich jetzt noch fahren muss nachher. Aber egal, man hat was gesehen, man ist zu viert gerade unterwegs, das heißt, die Spritkosten können geteilt werden. Und dann zahlt jeder auch nicht so viel, das ist das Gute daran. Und ja, schauen wir uns das mal an hier. So, wir sind am Wasserfall angekommen jetzt. Ich zeige euch nochmal richtig. Und das ist jetzt hier die Umgebung, wo wir gerade sind, mitten im Dschungel. Auf jeden Fall auch wieder ein cooler Spot, aber hier ist auch wieder Krokodilwarnung, wie gesagt. Und irgendwie, ja, man weiß nie, ob hier eins liegt, ne? Das ist echt ein bisschen komisch, aber vom Wasserfall können sie ja nicht aus runterfliegen. Und wer weiß, ob sich da hinten welche tummeln. Hier ist eine kleine Strömung, keine Ahnung. Aber ist ganz cool hier auf jeden Fall.